Jörg. Wir haben große Angst gehabt, dass gar niemand kommen würde, so früh am Sonntag oder vielleicht Mittagessen gehen würde, aber ich freue mich riesig, dass Sie hier sind. Am zweiten Tag unseres Republiks-Jubiläums-Marathons. Mein Name ist Mathe Bunzel, ich bin der Direktor vom Wien-Museum und ich begrüße Sie zum mittlerweile dritten Vienna Humanities Festival. Und ich freue mich riesig, dass Sie hier sind, dass wir hier alle zusammen sind und etwas versuchen. Es war ein Experiment, aber ich glaube, jetzt, wo wir die Hälfte hinter uns haben, glaube ich, kann man sagen, es war ein erfolgreiches Experiment. Die Idee war, das Republiksjubiläum zu nutzen, um die 100 Jahre Republiksgeschichte, eigentlich sind ja 100 Jahre minus verschiedenen Diktaturmomenten, aber die 100 Jahre, die Jahreszeit in 10er-Blöcken aufzuteilen und die führenden Zeithistorikerinnen Österreichs Jahrzehnt für Jahrzehnt reflektieren zu lassen, was einerseits passiert ist und wie wir darüber früher nachgedacht haben und wie wir darüber heute denken. Wir sind, wie gesagt, jetzt in der zweiten Hälfte angekommen und werden uns mit 1968 bis 78 beschäftigen. Und ich werde jetzt ganz kurz die zwei Historiker vorstellen, die hier neben mir sitzen. Freut mich riesig. Dann haben wir noch ein Special Feature und dann gehen wir in Medias Res. Ich beginne bei dir, Oliver, ganz zu meiner Rechten. Muss man dich noch vorstellen? Ich glaube nicht. Oliver Radkoll, Professor für Zeitgeschichte an der Uni Wien. Bei allen Vorstellungen kann man nur, ich bin ein Strukturalist, also es muss immer ein Format da sein. Also jeder Sprecher hier kriegt ein Buch zugeschrieben. Also ich habe mir ein Buch aussuchen müssen von deiner Publikationsliste, das war gar nicht leicht, aber habe mir ausgesucht die Paradoxe Republik Österreich 1945 bis 2015. Ein ganz, ganz wichtiges Buch, in dem das Jahrzehnt, über das wir uns jetzt unterhalten werden, natürlich ganz, ganz prominent ist. Und Oliver Radkolb weiß mehr als alle anderen über Bruno Kreisky und der ist ja auch nicht irrelevant für das Jahrzehnt, das wir uns beschäftigen. Nicht? Es gibt jemanden, der weiß mehr über Kreisky? Das kann nicht sein. Das würde mich jetzt sehr enttäuschen. Und neben mir Elisabeth Röhrlich, Assistenzprofessorin für Geschichte an der Uni Wien, auch eine Expertin über Kreisky. Also Kreisky wird jetzt sehr wichtig. Also wenn Sie sich nicht für Kreisky interessieren, wäre jetzt der Moment, Schnitzel essen zu gehen. Aber dieses Jahrzehnt, es werden andere Themen auch kommen, aber Kreisky wird dominieren. Du hast ein ganz wichtiges Buch geschrieben, war das deine Diss? Kreiskys Außenpolitik zwischen österreichischer Identität und internationalem Programm und auch wirklich etwas, womit wir uns beschäftigen wollen, weil diese Internationalisierung generell, die wir mit Kreisky assoziieren und seine Rolle, die er europaweit und auch global gespielt hat, für mich eine ganz, ganz interessante Frage ist. Nicht zuletzt immer in der Frage, wie ist Wien und wie ist Österreich in der Welt? Und Kreisky hat darüber nicht nur nachgedacht, sondern natürlich aktiv gestaltet. Finde ich ganz, ganz spannend. So, dann, bevor wir zur nächsten Tat schreiten, noch ein großes, großes Dankeschön an alle, die diese Republiksschiene ermöglicht haben. Und da möchte ich mich wieder bedanken beim Oliver. Als wir diese Idee gehabt haben, 10 Events des Festivals, die 10 Events, die hier im Atrium stattfinden würden, den 10 Jahrzehnten österreichischer Republiksgeschichte zu widmen, habe ich dich angerufen und habe dir die Idee erzählt. Und du hast gesagt, das ist super. Und dann haben wir den Dirk Rupner auch noch angerufen, also du als Vorstand vom Zeitgeschichtsinstitut hier in Wien, Dirk als Vorstand Zeitgeschichte in Innsbruck und wir haben uns zu dritt zusammengesetzt und haben überlegt, wen wir da alle einladen könnten. Und da haben wir auch gedacht, du wärst auch ein guter Sprecher. Und dann war die Frage, in welchem Jahrzehnt? Und dann habe ich mir ausgesucht, das Kreisky-Jahrzehnt. Danke. Und danke für die Hilfe. So, jetzt der letzte Punkt, bevor wir zu reden beginnen. Also wir sind ja ein Museum. Wir haben eine unglaubliche Sammlung, ungefähr 1,5 Millionen Objekte. Und wir haben uns gedacht, es ist nur passend, wenn man für jedes der Jahrzehnte, das wir besprechen, ein exemplarisches Objekt aus unserer Sammlung auswählt und dann präsentiert. Und wir haben das gestern auch schon mit großem Zeremoniell immer enthüllt und wir werden das jetzt genauso tun. Die Denise und ich werden da jetzt zur Tat streiten und werden das Objekt für unser Jahrzehnt enthüllen und es wird dann losgehen damit, dass unsere Historiker uns sagen werden, was ihre Assoziationen mit diesem Objekt ist und warum es so unglaublich wichtig ist. Also in diesem Fall, wir werden es einfach enthüllen und dann können Sie raten, warum das hier hängt. 1, 2, 3. Okay. Wer von euch will uns sagen, was das ist?
warum es würdig oder unwürdig ist, hier unser Jahrzehnt so darzustellen. Wer will beginnen? Sind die schon an? Ja. Ja, hierbei handelt es sich, wie für jeden ersichtlich, um einen Tennisschläger. Interessant ist, von wem dieser Tennisschläger ist. Es ist nämlich der Tennisschläger Bruno Kreiskys, die politische Figur in Österreich, die wohl wie kein anderer die 1970er Jahre geprägt hat. Wir haben schon einiges über ihn heute gehört. Ich persönlich war sehr froh, dass es nicht Kreiskys Tennissocke ist, die hier ist, sondern ein Tennisschläger. Und ich finde, dass tatsächlich dieses Objekt in mehrerer Hinsicht ganz toll als Eröffnung für diese Diskussion passt. Zum einen, weil Kreisky, und das war durchaus neu in der österreichischen Politik, sehr gut verstand, sich auch als Privatmensch zu inszenieren und der Öffentlichkeit darzustellen. Also es gibt einige Fernsehdokumentationen, eine heißt zum Beispiel auch Kreisky fast privat. Es war auch immer nur fast privat, nie so ganz. Er hat sehr gerne Tennis gespielt, im Winter ist er Ski gefahren, im Sommer Tennis. Und auch die Sportart als solche, und ich kann wenig über die Qualität des Kreiskyschen Tennis sagen. Er soll sehr schlecht gespielt haben. Aber in metaphorischer Hinsicht finde ich es dann auch beim zweiten Blick ganz passend, weil selbst wenn ein Tennisspieler, eine Tennisspielerin für ein Nationalteam spielt, ist es eigentlich kein Teamsport, sondern die Einzelkämpfer sind am Platz. Und ich denke, auch das ist typisch für Kreisky, sowohl mit Blick auf seine Funktion in der Partei und auch in der Regierung. Und als letztes vielleicht noch, weil ich dann davon ausgehend gedacht habe, es ist eigentlich sehr schön, über Gegenstände eine bestimmte Epoche sich zu erschließen, habe ich mal überlegt, was fällt mir sonst noch ein zu den 70er Jahren. Und wenn man dort schaut, was für Gegenstände auch verbreitet auf den Markt kommen, dann entdeckt man wirklich, dass die 70er Jahre in vielerlei Hinsicht sozusagen eine Vorgeschichte der Gegenwart sind. Also 72, 74 kommt der Taschenrechner auf den Markt, 1976 Apple entwickelt den ersten Heimcomputer, 1979 der Sony Walkman. Also in den 1970er Jahren passiert ganz viel, was unsere Gegenwart heute einfach prägt, in kultureller, politischer, wirtschaftlicher und auch popkultureller Hinsicht. Das ist ein wunderbarer Einstieg und ich bin so froh, dass du gesagt hast, also genau so haben wir es uns eben auch gedacht. Ein bisschen lustig natürlich, aber es ist auch Programmatik, weil Kreisky für mich auch irgendwie ein neuer Politikertypus war und dass das irgendwie auch, wir haben ein anderes großartiges Objekt von Kreisky in der Sammlung und das wäre ein bisschen mühsam gewesen hierher zu bringen, aber das ist der berühmte Kreisky Rover, sein Auto. Der steht bei uns im Himberg im Depot und es ist auch sehr beeindruckend, aber das ist natürlich leichter herzubringen. Oliver, also ich sage jetzt noch einmal, du bist der größte Kreisky-Kenner, den ich kenne, sagen wir mal so. Du hast Jahre verbracht. Beginnen wir doch einfach einmal mit zwei Dingen, glaube ich, einfach nur damit wir haben 68 bis 78. Einerseits, Kreisky ist 1968 weder Parteivorsitzender noch Kanzler. Aber es ist dann sehr bald soweit. Also vielleicht, dass du uns einerseits ein bisschen erläuterst, wo war Kreisky, bevor er Kreisky wird in unserem Bewusstsein, also 1970 Kanzlerschaften bis 83, aber auch ein bisschen Kreiskys Background. Ja, erstens möchte ich dir danken für dieses tolle Festival und dass die Zeitgeschichte hier auch einen Platz gefunden hat. Ja. Ist wirklich, ich habe schon tolle Dinge damals noch aus Chicago davon gehört und war ein bisschen skeptisch, ob das in Wien auch gelingt, aber du hast das wirklich ganz toll gelöst. Ich würde zu dem Tennisschläger, um deine Frage zu beantworten, noch ein ganz kleines, fades Objekt dazugeben. Eine Wahlkampfbroschüre aus dem Jahr 1971 mit dem Titel »Ein Mann auf Draht«. Es hat noch nie in der Geschichte der Wahlkämpfe, seit es demokratische Wahlen 1919 gibt in Österreich, eine Wahlkampfbroschüre gegeben, wo ein sozialistischer Politiker, der 1,5 Jahre als Hochverräter in der Schuschnigg-Diktatur in Haft war,
nie pardoniert war, der mehrere Monate von der Gestapo inhaftiert war, geprügelt wurde, ins Exil vertrieben wurde, erst 1950, ja, 38 bis 50 in Schweden gewesen, zurückgekehrt ist und dann als für mich Betriebsunfall der Geschichte an einer der schwierigsten Positionen der Sozialdemokratie nach der Wahlniederlage 66, dann 67 zur Überraschung aller und vor allem des engeren Kreises des Parteivorstandes zum Parteivorsitzenden gewählt wurde. Und warum ich glaube, dass das ein sehr gutes Objekt ist, hängt natürlich mit der Tatsache zusammen, dass Kreisky sein ganzes politisches Leben schon bei der sozialistischen Arbeiterjugend, dann in der Illegalität, dann auch in den 50er Jahren immer wieder die Österreicher überzeugen musste, dass er ein Österreicher ist und kein jüdischer Sozialist oder Revolutionär. Ja. Dazu gehört auch, und das ist das Spannende, was ich in letzter Zeit versucht habe, dieses Phänomen Kreisky, also auch die Form, wie er sich inszeniert, ein bisschen wieder zu dekonstruieren, um auch zu verstehen, warum er das gemacht hat. Kreisky stammt nicht, obwohl das viele bis heute glauben, und ich hatte vor kurzem mit Peter Brandt eine heftige Kontroverse darüber in einem Sammelband. Er stammt nicht aus einer großbürgerlichen Familie. Sein Vater war ein gutverdienender Angestellter einer den Sozialdemokraten und Gewerkschaften gehörenden Textilfabrik, hatte kein Vermögen, hat alles für den Lebensunterhalt ausgegeben. Die feinen Anzüge von Kreisky waren die Anzüge eines verstorbenen Cousins. Er kommt zurück in den 50er Jahren, mietet sich bei der Witwe Redlich in der Ambruster Gasse ein und gibt sich die Attitüde eines zurückkehrenden jüdischen Großbürgers. Dazu gehört auch Sport. Ja, man darf nicht vergessen, Kreisky war 1970 59 Jahre alt. Ja, also aus unserer heutigen Juppie-Sicht auf Politiker ein alter, ein uralter Mann. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, sich sozusagen als agil, sportlich zu zeigen. Er dürfte übrigens ein besserer Skifahrer gewesen sein, das sagt zumindest der Karl Schranz, der ihm Stunden gegeben hat. Also das ist sozusagen das Interessante an ihm. Also ein Teil seiner Politik war, sich sozusagen als erfolgreicher, großbürgerlicher und doch auch jüdischer Rückkehrer den Österreichern zu präsentieren, obwohl er das natürlich nie gesagt hat. Aber in dieser Wahlkampfbroschüre finden Sie alles über die Geschichte der Familie Felix, alles über die Geschichte der Familie Kreisky. Also es ist eines der ersten Bücher, wo Kreisky sozusagen den Österreichern ganz offen seine Herkunft herlegt, um sie davon zu überzeugen, dass er der Politiker für seine Zeit ist. Spannend. Ja, also das ist interessant, aber aus irgendeinem Grund habe ich mich falsch erinnert, dass er unmittelbar vor der Wahl erst Partei war, also er ist 67 wieder schon Partei war. Elisabeth, vielleicht, weil du hast das gesagt, ein Zufall der Geschichte oder ein Accident of History. Ein Betriebsunfall. Elisabeth, auch deine Meinung und wenn ja, warum? Also, also für mich ist Kreisky so als Kind, ich bin 71 geboren, also meine Erinnerung an Kreisky ist einfach dieser Sonnenkönig, der Strahlemann ist. Aber passiert natürlich erst später. Also wie wird Kreisky Parteivorsitzender? Naja, also in der Geschichtswissenschaft haben wir leider, anders als in den Naturwissenschaften, Entschuldigung, ja nicht die Möglichkeit sozusagen nochmal das Experiment zu wiederholen und zu schauen, wie unter anderen Bedingungen etwas herausgekommen wäre. Ich gebe Oliver in vielerlei Hinsicht recht, aber denke, man sollte doch bei dieser Frage, warum wird es Kreisky und ist es nicht eigentlich sozusagen völlig absurd fast, dass er österreichischer Bundeskanzler wird, berücksichtigen, was sozusagen auch außerhalb Österreichs zu dieser Zeit in der Welt passiert. Also
In der Bundesrepublik Deutschland wird Willy Brandt Bundeskanzler. Kreisky kennt Brandt schon sehr lange, und zwar aus den Exiljahren in Schweden, wo sie in der sogenannten kleinen Internationale auch schon damals in den 40er Jahren sich darüber Gedanken gemacht haben, wie kann Europa nach dem Krieg aussehen, wie kann eine gestärkte Sozialdemokratie nach dem Krieg aussehen. Der etwas jüngere Olof Palme in Schweden ist auch Teil dieser Gruppe. Die drei sind in engem Austausch, verfassen dann auch ein kleines Büchlein, Briefe und Gespräche, das ich nicht unbedingt als Lektüre empfehle, es ist furchtbar langweilig. Aber die Tatsache auch, dass da drei sozialdemokratische Politiker in Amt und Würden sind, die sich die Zeit nehmen, auch wenn sie natürlich die Unterstützung ihrer Teams hatten, so eine Grundsatzdiskussion über die Zukunft und Gegenwart, Praxis und Theorie der Sozialdemokratie zu führen, ist doch irgendwie bezeichnend. Also es ist kein rein isoliert österreichisches Phänomen. Und dann, aber kannst du ein bisschen ausführen, das ist so, kann man in ein, zwei Minuten diese Grundsätze präzisieren? Also was, also fahrt sicher vom aber was ist für diese drei in den 40er, 50er und 60er Jahren die Aufgabe der Sozialdemokratie? Also was, glaube ich, am entscheidendsten und sichtbar dann wird in den 70er Jahren in der Bundesrepublik und in Österreich, vorangetrieben auch von Kreisky und Brandt, ist eine Liberalisierung der Gesellschaft, die sich ganz konkret in den Lebensbedingungen der Menschen niederschlagen soll. Die haben vieles andere sich auch überlegt. Ich könnte noch über Wirtschaftspolitik, über alles Mögliche reden. Aber dass sich Familienstrukturen vom Gesetz her erstmal ändern können, beispielsweise, dass der Mann nicht mehr Oberhaupt der Familie ist, dass der Zugang zu Bildung gewährleistet wird und durch viele Maßnahmen auch vereinfacht wird für junge Menschen, die eben nicht bereits aus einem Akademikerhaushalt kommen. Das ist, glaube ich, von diesen Programmatiken das, was dann am deutlichsten spürbar wird für die Menschen in der Zeit. Und du sagst, das haben die schon in den 40er Jahren ausformuliert, im Grunde als Programm. Naja, in den 40er Jahren geht es eigentlich eher um die Vorstellung, wie auch ein Nachkriegsösterreich aussehen kann, wie eine zukünftige Zusammenarbeit der Nachkriegseuropa, Entschuldigung, wie eine zukünftige Form der sozialdemokratischen Zusammenarbeit in der Zukunft aussehen soll. Aber sicher ist die Erfahrung in Schweden des schwedischen Wohlfahrtsstaates prägend gewesen für. Sehr spannend. Also einer von beiden muss mir jetzt noch sagen, wie er Parteivorsitzender wird. Also es ist, also 66 hat die SPÖ eine schlimme Niederlage. Es ist ja dann die erste nicht große Koalition, ÖVP-Alleinregierung, absolute Mehrheit. Oliver, bitte, was passiert? Also Kreisky war davor Außenminister. Ja, also Kreisky war Außenminister, bekommt auch in der niederösterreichischen SPÖ eine große Rolle, weil es auch in den 60er Jahren nach wie vor eine Fortsetzung der Flügelkämpfe innerhalb der Wiener SPÖ aus der Zwischenkriegszeit gibt. Also völlig absurd, aber wir kennen das auch aus der heutigen Politik, ja. Und deswegen hat er auch nie ein Wiener Nationalratsmandat bekommen. Und was Elisabeth Röhrlich zu Recht gesagt hat, also die Zeit war ja schon für Aufbruch, Modernität, Reform reif nach diesem langen Wachstum seit den späten 40er, vor allem 50er Jahren. Also das sozial-kulturelle Biotop war vorhanden, und interessant ist ja, dass Josef Klaus damals auch mit einer Expertenkommission mit jungen Politikern, also wir alle kennen heute noch den Heinrich Neisser oder Josef Daus, die aus dieser Zeit stammen, hat ja voll sozusagen den Österreichern dieses Projekt angeboten und hat kläglich in den meisten Bereichen versagt, sonst wäre der Wahlsieg 70 nicht erklärbar geworden. Und Kreisky hat ja immer eine Metapher verwendet, alle jahrzehntelang als Staatssekretär, Außenminister, ich bin der beste zweite Mann. Ja, also das ist sozusagen Otto Bauer aus der Ersten Republik, aufgrund seiner jüdischen Herkunft, auch aufgrund seiner Intellektualität, kann er für die Sozialdemokraten nicht der erste Mann sein. Das war in der Ersten Republik Karl Seitz, ja, also der fesche Wiener Bürgermeister, war wirklich sehr fesch, also, muss schon sagen. Vergleich zu manchen Politikern heute. Die glauben, sie sind fesch.
Aber zurück zu Kreisky, also er gewinnt eigentlich auf dieser gesellschaftlichen Reformebene die Auseinandersetzung gegen den inneren Kern des Parteiverstandes. Bittermann ist strikt gegen ihn, Karl Waldbrunner ist strikt gegen ihn, große Teile der Wiener SPÖ auf Funktionärspitzenebene sind gegen ihn. Die Wiener SPÖ möchte ihn aus der SPÖ ausschließen, weil ein Interview gegen Bittermann der FAZ gegeben hat, das war damals verboten. In den Protokollen des Wiener Parteivorstands der SPÖ finden sich genügend antisemitische, rassistische Anwürfe gegen Kreisky, aber er setzt sich durch, interessanterweise aufgrund einer Änderung der Entscheidungsprozesse in der SPÖ spielen jetzt die Bundesländer eine größere Rolle. Also die Bundesländer wollen ihn, die Alten wollen ihn, die Frauen wollen ihn und er gewinnt sozusagen mit ungefähr 14 Stimmen Mehrheit. Also das war wirklich ein Kampf. Wer war der Gegenkandidat? Gegenkandidat war Hans Zettel, also so ein bisschen aus dem HJ-Umfeld kommend, niederösterreichischer Funktionär, Innenminister, also eine brave, fade Funktionärspersönlichkeit, aber es war relativ knapp. Also auch beim Parteikongress selber gibt es heftige Attacken gegen Kreisky, federführend die Gewerkschaften und Anton Peña, ja. Aber es gelingt ihm sehr schnell eigentlich diese Konflikte zu schließen. Er macht seine üblichen Kompromisse und Deals. Ja, da ist er vielleicht ein bisschen geschickter unterwegs als die Rendi Wagner derzeit. Also Bittermann bleibt Klubobmann, darf zur Sozialistischen Internationale. Anton Peña bleibt großer ÖGB-Chef. Also ein geschickter Taktiker, der aber genau weiß, wo sozusagen die Konflikte liegen. Also das ist der Grund, warum er es dann doch geschafft hat. Aber es ist natürlich sozusagen wie in ganz Europa der Höhepunkt des sozialdemokratischen Zeitalters, das dann Ralf Dahndorf zu Recht 1983 beginnt zu begraben. Ja. Total spannend. 1970 Wahl. Die SPÖ gewinnt die Wahl, aber keine absolute Mehrheit. Jetzt weiß ich, Kreisky bildet eine Minderheitsregierung mit Duldung der FPÖ. Was mich wahnsinnig interessiert ist, nicht nur wie es dazu kommt, sondern dass eine Minderheitsregierung ja generell ist ja was Ungewöhnliches. Gibt es ab und zu in anderen Ländern, aber ich glaube in Österreich die einzige. Was waren da die Diskussionen? Weil wurde auch diskutiert, wieder die Große Koalition aufleben zu lassen, nehme ich an, war sicher eine Option. Also wie kommt es da dazu? Also es war sogar bevorzugte Option. Also Kreisky hatte sich abgesichert, was in gewisser Weise auch politisch immer wieder vorgeworfen wurde, dass die FPÖ sozusagen eine SPÖ-Regierung dulden, unterstützen würde. Aber eigentlich waren die Zeichen der Zeit erstmal auf große Koalition gesetzt. Wie du schon gesagt hast, die SPÖ hat eine Stimmenmehrheit gehabt. Das war schon mal ein unglaublicher Erfolg für die SPÖ. Das muss man sich auch vor Augen halten. Aber eben nicht die absolute Mandatsmehrheit. Auch aus Gründen des damaligen Wahlrechts, von dem die SPÖ in gewisser Weise benachteiligt war, vor allen Dingen aber kleinere Parteien, wie auch die FPÖ. Das war eine Möglichkeit auch für die SPÖ sozusagen, die FPÖ bei Laune zu halten, indem man sagte, also wenn wir drankommen, können wir vielleicht was an dieser für euch ungünstigen Wahlrechtssituation machen. Aber letztlich kam die Entscheidung für eine Minderheitsregierung kurz vor knapp sozusagen. Man hatte sich eigentlich auf alles geeinigt und es scheiterte dann, wie so oft, an Personalfragen. Man hatte sich über eine Große Koalition schon geeinigt. Man hatte wesentliche Formen. Es wurde an einem Koalitionsvertrag gearbeitet, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und es scheiterte dann wirklich sozusagen, als es darum ging, wer bekommt welches Ministerium. Aber es war natürlich im Rückblick ungemein geschickt. Letztlich war das ein geschickter Schachzug. Was konnte Kreisky schon verlieren? Also, oder die SPÖ. Man hatte die Möglichkeit, sich mal in der Regierungsverantwortung auch als Minderheitsregierung zu beweisen. Wenn man scheitert,
gibt es Neuwahlen oder eine Koalition mit der FPÖ. Also es war ungewöhnlich, sicherlich, aber hat ja im Nachhinein, es gab dann rasch später vorgezogene Neuwahlen, wo dann die SPÖ unter Kreisky auch die absolute Mandatsmehrheit erhielt, letztlich den Augenblick gut genutzt, was in gewisser Weise typisch ist für Kreisky. Also er hatte oft den richtigen Riecher, solche Dinge zu machen. Gab es eine Diskussion, ich meine, das sind vielleicht heutige Kategorien, aber die FPÖ, damals noch recht jung, aus dem VDU, dem Verband der Unabhängigen, hervorgegangen, also quasi die irgendwie Nachfolgepartei der SPÖ, gab es irgendwelche Stimmen in der SPÖ, dass das ein Tabubruch sei, mit der FPÖ nicht formal zu koalieren, aber durch ihre Duldung zu regieren? Ich meine, an sich von der Struktur der Zweiten Republik ist ja die Idee, dass die demokratischen Parteien regieren. Es gibt das Proporzsystem, das das gewährleisten soll. Gab es solche Stimmen in der SPÖ? Natürlich gab es diese Stimmen, aber die waren in der damaligen Zeit eine Minderheit. Ja, man darf nicht vergessen, dass der VDU ganz stark von Scherf und der SPÖ gefordert wurde, also eine vierte Partei, neben ÖVP, SPÖ, KPÖ, um sozusagen aus dieser Rolle des Zweiten einmal herauszukommen. Ja, aus sehr, wenn man so will, taktischen Gründen. Auch die Westalliierten haben das aufgrund des Kalten Krieges mitgetragen, obwohl allen bewusst war, es gibt so eine pseudoliberale Spitze um Viktor Reimann, obwohl der auch aus der NSDAP kommt, aber dann in Haft war in der NS-Zeit, und Herbert Kraus, der ein Propagandist auch bei der Wehrmacht gewesen ist, aber trotzdem, sie haben sich so als Liberale verkauft, aber es war eine Partei, die die Interessen der ehemaligen NSDAP-Mitglieder und nicht nur derer, sondern vor allem auch der NSDAP-Funktionäre auch mitvertreten haben. Also die Nationalratsprotokolle sind voll davon, und dann 1956 übernehmen die hochrangigen alten Nazis um Rheinthaler und anderen die Führung. Also man wusste über den Hintergrund und die Problematik der Geschichte, aber hat hier taktiert. Auch Raab hat schon 1953 einmal kurz überlegt, den VDU hineinzunehmen, um die SPÖ zu schwächen. Also spielen beide Großparteien mit dieser kleinen Partei der ehemaligen, so auch Kreisky eben 70-71. Was man halt strukturell schon sagen muss, ja, wenn man das langfristig sieht, möglicherweise wäre die FPÖ in den 70er Jahren in der Polarisierung der beiden Großparteien verschwunden. Durch die Reform des Wahlrechts ist eigentlich die FPÖ strukturell gerettet worden. Aber sozusagen, das war sein, wenn man so will, politischer Deal. Aber da steht er total in den Traditionen von Scherf, Bittermann vielleicht weniger, auch aufgrund seiner persönlichen Rahmenbedingungen. Und sozusagen, das ist ja dann auch das, was 83 realisiert wird, wobei Kreisky ein interessantes, letzten Endes in der Phase gescheitertes Programm eigentlich hatte. Er dachte, dass als Folge des Generationswechsels die FPÖ sich so ändern würde wie die FDP in Deutschland. Also die FDP in Deutschland hat auch sehr rechts begonnen, ja, und sich dann wirklich über die Jahrzehnte zu einer liberalen Partei entwickelt. Das waren ja auch die Ansätze 83, aber Jörg Haider hat 86 mit einem sehr geschickt inszenierten Putsch all diese Projekte, eine liberale Partei auch in Österreich wieder faktisch aus dem Nichts aufzubauen, zertrümmert. Wahnsinnig spannend. Jetzt auch so Schlagworte. Ich meine, was ihr als Historiker dieser Zeit darüber denkt. Also 71 die absolute Mehrheit. Und eines der Schlagworte, das wir dann immer wissen, Kreisky kann sich absolut aussuchen, wen er in der Regierung haben will. Du hast die absolute Mehrheit, du kannst eigentlich tun, was du willst. Vier ehemalige Nazis als Minister. Warum? Oder stimmt das nicht? Komplexes Feld, doch, das stimmt. Ich sage da auch was zu.
möchte aber dann auch in einem zweiten Schritt auch was über andere Leute noch sagen, die in der Regierung waren. In diese Zeit fallen wirklich die Anfänge von dem Konflikt mit Simon Wiesenthal. Der Kreisky das sehr stark vorgeworfen hat, auch dieses Arrangement zu suchen mit Friedrich Peter von der FPÖ, aber eben auch die ehemaligen Nationalsozialisten in Kreiskys Regierung. Kreisky hat das immer wieder versucht zu erklären. Es ist sowieso sehr typisch für Kreisky, dass er eigentlich immer wieder versucht hat, auch sein ganzes Leben, seine Biografie, seine politischen Positionen immer wieder zu erklären. Und in Interviews, in gesteuerten Biografien immer wieder sozusagen dieses Narrativ vorgeben zu können, sozusagen selbst seine Geschichte bestimmen zu können. Und das behielt er sich insbesondere in den Bereichen vor, wo es um seine jüdische Herkunft ging. Und die spielte natürlich in dieser Frage auch eine Rolle. Man darf auch nicht vergessen, dass der Gegenkandidat Josef Klaus 1970 Werbung gemacht hat mit Plakaten, wo drauf stand, ein echter Österreicher. Also dem sah sich Kreisky konsequent ausgesetzt. Was diese vier ehemaligen Nazis betrifft, ist teilweise ungeschickt, so sagt er es zumindest selbst. Der Landwirtschaftsminister Oellinger wurde dann sehr kurzfristig auch wieder so bei Postengeschacher vorgeschlagen und Kreisky hat wohl übereilt zugesagt. Aber Kreisky hat dann auch immer wieder so biografische Erklärungen vorgegeben und hat dann gesagt, nein, ich war auch im Gefängnis und ich habe mit den illegalen Nazis in der Haft gesessen und ich weiß, was das für junge Burschen waren. Für mich war mein erster Feind immer der Austrofaschismus und die Austrofaschisten und ich weiß, wie leicht es damals passiert ist, sozusagen ein Nazi zu werden. Und das können wir mögen oder ablehnen, diese Argumentation. Ich denke, dass jemand gerade mit Kreiskys Geschichte schon auch das Recht darauf hat, sozusagen seine eigene Deutungshoheit in gewisser Weise auch zu steuern. Wobei das natürlich, man kann es Pragmatismus nennen oder wie auch immer ein Problem ist. Ich möchte aber noch sagen, weil du die Minister und Ministerinnen nämlich angesprochen hast, also das ist etwas Neues unter Kreisky, dass es verstärkt, immer noch nicht so, wie man sich das vorstellt, aber doch auch Frauen in die Regierung kommen. Wer war in der ersten Regierung? Wichtig ist hier vor allen Dingen Hertha Firnberg einfach, die ein Ministerium übernimmt. Er hat auch immer wieder in seinen Regierungsangelobungen Staatssekretären, aber ich denke, Hertha Firnberg ist eigentlich in mehrfacher Hinsicht interessant. Nämlich auch nicht nur deshalb, weil sie eine Frau ist, es geht mir auch nicht darum, sozusagen nur zu sagen, da ist eine Frau, sondern welche Aufgaben die übernehmen und was die da Unglaubliches einbringen. Hertha Firnberg übernimmt nämlich ein neues Ministerium und das ist das Ministerium für Wissenschaft und Forschung. Und auch das zeigt sozusagen einen neuen Zeitgeist, wenn man dieses Wort verwenden will, der 1970er Jahre, welchen Stellenwert das bringt. Und Hertha Firnberg und auch zum Beispiel Christian Broder sind in vielen Bereichen Justizminister, wenn man will, radikaler als Bruno Kreisky das ist. Wir tendieren ja auch alle dazu, Bruno Kreisky so zu idealisieren und zu glorifizieren. Der tolle Kreisky, der alles neu gemacht hat, hat er auch. Also ich bin selber Kreisky-Fan, wenn man das so sagen darf. Aber wenn man zum Beispiel auf die Fristenlösung schaut, war Kreisky viel vorsichtiger, auch mit Blick auf die katholische Kirche. Er wollte ja die SPÖ auch zu einer breiten Massenpartei machen, die für viele wählbar ist. Und da war ihm sehr am Ausgleich mit der katholischen Kirche gelegen. Und da war er nicht ablehnend, aber zögerlicher. Und da waren ein Christian Broder oder eine Hertha Firnberg viel Forscher. Ja, ganz spannend. Also ich denk bei Broder zum Beispiel immer an die Strafrechtsreformen, die irrsinnig wichtig waren. Also ich habe selber sehr viel gearbeitet über lesbisch-schwule Geschichte in Österreich. Also bis 1971 war jede Form von gleichgeschlechtlicher Sexualität strafbar und wurde auch, also es gab hunderte Verurteilungen jedes Jahr. Das war eine der vielen, vielen Reformen. Fristlösung ist eine andere ganz wichtige, die dann gekommen ist. Aber ich möchte noch ein bisschen, wir müssen einfach ein bisschen mehr über die Wiesenthal
Frau Irin, und deine Interpretation jetzt war eine sehr, sehr starke. Bist du da einer ähnlichen Meinung? Wie siehst du heute? Das ist, und vielleicht tun Sie einfach, was sind die Eckpunkte der Kreisgewiesenthal-Affäre, die für mich eine der schlagenden Momente der Zweiten Republik ist? Eine eigene lange Diskussion, ja. Also ich schicke jetzt einmal voraus, ich versuche das jetzt völlig emotionslos aus der Zeitdebatte her zu analysieren, ja, was extrem schwierig ist, ja, weil beide Persönlichkeiten, ja, haben große Verdienste in unterschiedlichen Bereichen. Also Simon Wiesenthal war ja einer der ganz wenigen und in Österreich eigentlich der einzige, der sozusagen ständig die Erinnerung auch an die Kriegsverbrechen und die Massenverbrechen offen gehalten hat. Ja, es ging ihm eigentlich nie, mit Ausnahme dieser Regierungsmitgliedergeschichte, um die kleinen Nazis, um die einfachen Parteimitglieder. Es ging ihm um die Täter, die Arisseure, die Kriegsverbrecher, die Massenmörder. Ja. Und Kreisky wiederum hat sehr früh, wie er aus dem Exil aus Schweden zurückgekommen ist, hier den Nachkriegspakt mitgetragen, hat sich auch versucht, von Themen über Restitution, Entschädigung meist herauszuhalten, um nicht sozusagen vom politischen Gegner, das ist in dem Fall die ÖVP, die ihn auch offen antisemitisch mehrfach attackiert hat, als Jude wieder vorgeführt zu werden und damit die Wahlchancen zu mindern. Und das Problem dieser Kontroverse Wiesenthal-Kreisky liegt auch in der ideologischen Positionierung der beiden. Nicht so sehr, was so jetzt allgemeingültig, also unterschiedliche jüdische Identitäten, Herkunft, das stimmt schon, aber der wirkliche Punkt ist der, dass Simon Wiesenthal nie einen einzigen ÖVP-Minister in die Öffentlichkeit gebracht hat und ihre NSDAP- oder SS-Mitgliedschaft thematisiert hat. Und Reinhard Kamitz, ein langjähriger Finanzminister, war sogar förderndes Mitglied der SS und nicht nur NSDAP und hat sonst auch einiges am Kerbholz gehabt. Und das ist nur ein Beispiel unter mehreren, das sieht man ja auch jetzt im ÖVP-Bericht von Vladika. Und aber da bei dieser Pressekonferenz 70 bricht das sozusagen das Tabu und Kreisky interpretiert das als Versuch politisch eben hier das vorzuwerfen. Bei Oellinger wusste er dessen SS-Mitgliedschaft nicht, hat auch dafür gesorgt, dass der Oellinger dann in Kärnten wieder verschwindet. Bei Rösch wusste er das natürlich, ja, bei den anderen Föbauer und Weiß, glaube ich, hat er das nicht einmal gewusst, aber das passt in diesen Dings. Die wirkliche Eskalation, und das ist das, an dem wir, glaube ich, alle bis herauf in die Gegenwart uns abarbeiten, ist die furchtbare Eskalation 75, ja, wo im Wiesenthal plötzlich ein Dossier, ein Kriegstagebuch eines SS-Mordkommandos findet und feststellt, dass Friedrich Peter, der Langzeitobmann der FPÖ, dieser SS-Mordeinheit angehört hat. Er publiziert das nicht vor den Wahlen, übergibt das dann dem Bundespräsidenten und dann veröffentlicht das. Und dann ist Kreisky sozusagen auch geladen aus dieser 70er-Debatte über die NSDAP-Mitglieder in der Regierung Kreisky 1, ja, und wird auch leider, so wie es ausschaut, vom polnischen Geheimdienst mit dubiosen Informationen über eine mögliche Kollaboration von Wiesenthal gefüttert, völlig absurd konstruiert, aber er will es glauben. Und dann beginnt eine öffentliche Debatte, die völlig eskaliert, vor allem von Seiten Bruno Kreiskys. Und da ist er dann, also ist auch das einzige Kapitel, mit Ausnahme des Kapitels über Christian Broder, wo er auch total emotionalisiert war, und Hannes Androsch, dass er nicht schreiben konnte, ist die Auseinandersetzung mit Wiesenthal. Ja, also da ist die Geschichte der Shoah, des Exils, des Judentums, da ist das gesamte 20. Jahrhundert und seine persönliche Geschichte
in das verpackt, das konnte er nicht ruhig auflösen. Und deswegen auch diese, also natürlich auch klagbaren, wurde auch verurteilt zu Recht dafür, Vorwürfe gegen Wiesenthal. Aber politisch, pragmatisch gesehen ist, hat er, so meine Interpretation, das Gefühl gehabt, jetzt sozusagen werde ich auf die Rampe geholt der Bühne und muss sagen, bin ich ein echter Österreicher, jetzt im umgekehrten Sinn, oder sozusagen werde ich jetzt aufgrund meiner jüdischen Herkunft als parteilich eingesetzt. Er hat sich aber indirekt am Friedrich Peter, was niemand bisher gesehen hat, gerecht, ja, in einer sehr subtilen und, glaube ich, dem Friedrich Peter auch treffenden Form und Weise. Er hat ihn gezwungen, an einem Staatsbesuch in der Tschechoslowakei teilzunehmen als Delegationsmitglied. Es wurde auch Trenčín, also das KZ Theresienstadt, besucht, wo viele auch Mitglieder der Familie Felix, also seiner Mutter, ungefähr drei Viertel der Familie Felix, wurden Opfer der Shoah, auch durchgegangen sind oder dort verstorben sind oder umgebracht wurden. Und er hat ihn gezwungen, dort mitzufahren. Und ich habe Fotos gefunden, wo Friedrich Peter fotografiert wird. Und also da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, Peter ist getroffen. Ja. Was wirklich in ihm vorgegangen ist, wissen wir nicht. Ja. Und das ist sozusagen das gewesen, wo er versucht hat, wenn man so will, für sich selbst dieses Thema aufzuarbeiten. Aber es ändert nichts daran, dass die Vorwürfe gegen Wiesenthal konstruiert waren, sie waren beleidigend, sie waren exzessiv, sie waren überbordend, aber das ist sozusagen Teil auch der gesamten Nachkriegsdiskussion und das wird sicher als ein Schatten auf Bruno Kreisky bleiben, weil es hätte ja sicher auch andere Möglichkeiten gegeben. Das ändert aber nichts daran, dass eine kritische Biografie über Simon Wiesenthal auch festhalten muss, dass er auf einem politischen Auge blind war. Und das ist das rechte Auge. Und da gibt es zig Beispiele dafür. Ja, da ist eingedenk dessen, wir haben ja am Freitag die Premiere gehabt von Ruth Beckermanns wunderbarem neuen Film Waldheims Walzer. Und eine Sache, die da nicht vorkommt, interessanterweise, ist, dass Simon Wiesenthal Kurt Waldheim verteidigt hat in dieser Zeit. Gehen wir zu einem anderen großen Thema, und das schaut dich ganz bewusst an, die Internationalität, internationale Politik. Du hast eine ganze Dissertation darüber geschrieben. Also es ist ja, ich meine, wir haben jetzt wieder einen Kanzler, der irgendwie versucht, international zu agieren. Kreisky hat das fundamental von Anfang an gemacht. Wie und was war sein Ziel? Ich werde das gerne beantworten, aber versuchen, auch ein bisschen von Kreisky selbst wegzugehen, weil ich sehe, wir nähern uns schon dem Ende der Zeit und die 1970er Jahre waren nicht nur Kreisky. Es ist eine Zeit, in der wir auch neue soziale Bewegungen erleben, die gerade auch mit Blick auf diese Frage nach Macht und Ohnmacht wichtig sind. Deshalb werde ich es etwas allgemeiner Wunderbar. Fassen. Zum einen, ich glaube, das war auch in der Programmankündigung so genannt, ist natürlich, wenn man an die 70er Jahre denkt und die Frage der Internationalisierung Österreichs, ein markantes, in Beton, Stein gemeißeltes Bauwerk, das uns einfällt, die sogenannte UNO City in Transdanubien. Wien ist einer der mittlerweile vier UN-Sitze. In der UNO City nennt übrigens niemand das ganze UNO City, da ist es das Vienna International Center. Das ist irgendwie auch bezeichnend schon fast wieder für diese Art der Wiener Internationalität, dass man dann so drauf zeigt und sagt, das ist die UNO City, als ob es eine abgeschlossene Stadt in der Stadt wäre, die irgendwie die UNO ist. Und das ist etwas, was auch in unserem Rückblick für diese Internationalisierung der Kreisky-Ära steht, aber was die Anfänge natürlich schon viel vorher genommen hat. Die größte der internationalen Organisationen dort ist die Internationale Atomenergieorganisation, die kommt schon in den 50er Jahren nach Wien.
Dann folgt die UNIDO und dann eben 1979 die Eröffnung des Neubaus an der Donau. Aber das ist etwas, was früher kommt. Auch dieser Neubau, die Planung der UNO-City, da gibt es Vorläufer unter der ÖVP-Regierung. Und man streitet sich auch durchaus über die Details, wie das auszusehen hat. Auch darf man, wenn man jetzt wieder von Kreisky wegschaut und überlegt, was bedeutet das für Österreich oder für Wien, das auch nicht zu sehr idealisieren. Also wenn man mit Leuten spricht, die in den 70er Jahren für die internationalen Organisationen in Wien gearbeitet haben, dann beschreiben die eher ein sehr miefiges, städtisches Milieu, das irgendwie so gar nicht international ist. Es gibt eine wunderbare Ausgabe von Panorama von Teddy Podgorski im ORF 1970, wo er so eine Satire macht über die internationalen Beamten in der IAEA, der Atomenergieorganisation, die damals übrigens noch im Grand Hotel saß, also zumindest irgendwie zentraler in der Stadt, wo die internationalen Beamten als so eine Art seltsamer Amüsierclub, die steuerfrei einkaufen können und eigentlich das Gebäude nicht groß verlassen oder sich mit den Wienern und Wienerinnen vermischen, dargestellt wird. Also was die Internationalisierung der Stadt oder des Landes angeht, gibt es auch gewisse Grenzen, würde ich sagen. Kreisky selbst war allein aufgrund seiner Biografie natürlich international. Und nicht nur freiwilligerweise, also er musste ins schwedische Exil flüchten, wie so viele andere auch. Und in dieser kleinen Internationale, ich habe die schon mal angesprochen, treffen sich einfach Sozialdemokraten aus ganz unterschiedlichen Ländern, die der Krieg nach Schweden gebracht hat. Und da wird eine gewisse Form von Internationalität für einen noch relativ jungen Kreisky praktisch erlebbar. Und diese Kontakte bleiben natürlich, wir kennen das ja aus unserem eigenen Leben auch. Also wenn man Kollegen, Kolleginnen kennenlernt und über Jahre zusammenarbeitet, das sind Netzwerke, die bleiben. Und es war natürlich auch eine Leidenschaft von ihm. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Es muss ja nicht immer jede politische Schwerpunktsetzung nur aus der Vernunft erklärt sein, sondern auch aus Passion. Und das Internationale hat er mit Begeisterung gemacht. Das hat ihn auch wirklich umgetrieben. Sicherlich auf allgemein internationaler Ebene mehr als auf, sagen wir mal, dem europäischen Gedanken. Ich sage jetzt nicht, dass Kreisky kein Europäer war, aber die großen Fragen, auch der Nord-Süd-Konflikt, der Nahost-Konflikt, das war das, was dann insbesondere in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre, als die innenpolitischen Reformen dann sozusagen auch auf Kurs gebracht wurden, ganz entscheidend seine Politik geprägt hat. Und da entstand oft eine gefährliche Vermischung, so hat man es zumindest wahrgenommen oft, dass Kreisky sozusagen die Funktion als österreichischer Bundeskanzler mit seiner Rolle in der sozialistischen Internationale vermischt, wenn er Arafat und Brandt nach Wien einlädt. Kann er das überhaupt, war dann eine Gegenfrage sozusagen. Sagen, er lädt sie ein als Teil der Führungsriege der sozialistischen Internationale, aber er ist auch österreichischer Bundeskanzler, also durchaus umstritten. Und diese Internationalität oder Internationalisierung, wie sie sich auch in der Ansiedlung internationaler Organisationen zeigt, führt auch schon in den 70er Jahren dazu, dass man die Gefahren erkennt. Das ist vielleicht aus unserer heutigen Perspektive interessant. Man neigt ja immer dazu, sozusagen aus der Gegenwart in die Geschichte zurückzugucken und zu schauen, was nahm wo einen Anfangspunkt. Und die 1970er Jahre sind eine Zeit, in der der Terrorismus ein Phänomen ist, das wirklich für viele Menschen spürbar wird. Man denke an 1972, furchtbares Drama um die israelische Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen in München teilnimmt. Aber auch in Wien selbst, ein Überfall auf die OPEC, die damals noch an der Wiener Ringstraße gleich gegenüber der Uni sitzt. Und da kamen auch immer die Vorwürfe Richtung Kreisky, dass er durch sein internationales Engagement Österreich auch in Gefahr bringe.
Also es ist eine zweischneidige Sache, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Also man darf nicht immer sozusagen sagen, ja, positive Internationalisierung. Internationalisierung wird, wie heute auch damals schon, auch negativ gesehen. Man sieht das auch, das schlage ich jetzt einen Bogen, aber ich denke, es gehört auch zum Bereich Internationalisierung, was die sogenannte Gastarbeitermigration angeht. Also während Österreich in den 60er Jahren einen Boom erlebt, wie viele andere westeuropäische Gesellschaften auch, Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen angeworben werden, weil man sie braucht, weil sie dieses Wachstum mittragen, dann mit der Krise ab 73, 74, Stichwort Ölpreisschock und Ende des Booms, wie es zum Beispiel Anselm Döring-Manteuffel und Lutz Raphael, zwei deutsche Zeithistoriker, genannt haben, fängt dann auch sukzessive an, in der Innenpolitik sozusagen die Zuwanderung stoppen zu wollen oder reduzieren zu wollen. Und 1973 ist, auch das in diesem Zusammenhang vielleicht nicht uninteressant, das Jahr, in dem die berühmten Coleridge-Plakate plakatiert werden, also ein älterer Mann, ein junger Mann oder ein Kind. Und dann heißt es drunter, und ich entschuldige mich jetzt schon, ich 15 Jahre in Wien, aber man hört das Piefgenesisch immer noch raus, ich kann es nicht vernünftig sagen. Du heißt Coleridge, ich heiße Coleridge, warum nennst dich Atschusch? Das heißt auch diese, ein Erleben von Fremdenfeindlichkeit, und als, das man als Phänomen sieht, gegen das man was tun muss, eben auch mit solchen Plakaten, fällt auch in diese Zeit. Ich denke, das gehört auch in den Bereich der Internationalisierung, dass wir nicht immer nur sehen, aha, Wien wird weltoffen. Ja, das, danke dir, weil da war so viel drinnen. Das ist, zum Glück nehmen wir es auf. Ich möchte ein ganz großes Thema noch, aber vielleicht ist es nicht, in meinem Denken ist es groß, aber Oliver, deine wie du es einschätzt, Kreiskys größte Niederlage, also Peter war vielleicht sein schlimmster Moment, aber seine größte Niederlage ist Zwentendorf, oder? Ganz im Gegenteil. Es ist ein unerwarteter Erfolg. Ja. Zum Unterschied von allen Gewerkschaftsfunktionären, von allen SPÖ-Politikern, hat er auch aufgrund von Debatten in Schweden, wo ja auch Palme eine ziemliche, wirkliche Niederlage kassiert hat, verstanden, dass die Gesellschaft ein Problem hat mit der friedlichen Nutzung der Atomenergie, also ganz anders als in den 60er Jahren. Und diese Idee kam ja von ihm, also Heinz Fischer hat es vor kurzem sehr plastisch beschrieben, Kreisky liegt im AKH, er war damals schon immer wieder krank, ja, und holt sich die wichtigsten Funktionäre und sagt, wir machen eine Volksabstimmung, weil er sich bewusst war, dass hier eine große gesellschaftliche Resistenz aufsteigt, ja. Und er hat ja dann 1979 seinen größten Wahlerfolg erzielt, weil er diese Niederlage akzeptiert hat. Also da gab es dann kein Wenn und Aber und Herumdeuteln. Wobei ganz interessant ist, dass er höchstwahrscheinlich die Niederlage selbst verschuldet hat. Er war innerparteilich und das muss man auch immer wieder sagen, Kreisky wird natürlich auch von vielen Lobbys in der SPÖ unter Druck gesetzt. Ja, also zum Beispiel, weil du die Frauenfrage angeschnitten hast, da hat er sich nicht wirklich durchsetzen können. Also die Ernennung von mehreren Staatssekretärinnen nach 1979 war ein Versuch, diese wirklich sehr retro agierende Männerpartei SPÖ und die Gewerkschaften hier in eine Richtung zu dringen. Aber eigentlich hat er in der Frauenfrage eine Niederlage erlitten, aber zumindest mit Johanna Donal hier eine zentrale Funktionärin dann in die Spitzenpolitik gebracht. Also Kreisky ist auch immer wieder ein Getriebener, ja, innerparteilicher Entwicklungen. Und die Gewerkschaft hat sich beschwert, dass er sich zu wenig für das Kraftwerk engagiert. Und dann hat er in einem sehr typisch kreiskianischen Interview irgendwie mit einer verklausulierten Form offen gelassen, wenn er die Abstimmung verliert, dass er vielleicht doch zurücktritt, was er natürlich nie dachte. Ja. Aber es hat viele ÖVP-Wähler und Wählerinnen dazu gebracht, die eigentlich für das Kraftwerk waren,
dagegen zu stimmen. Also insofern hat er auch teilweise die Niederlage selbst verschuldet. Aber ich glaube, demokratiepolitisch hat er die Zeichen der Zeit unbewusst erkannt. Von der Atomenergie jetzt im ökonomischen Bereich betrachtet, militärisch war er ja immer dagegen, hat er sich aber erst ab Tschernobyl wirklich verabschiedet. Ich möchte nur einen Punkt noch zu dem vorhergehenden, weil es uns wirklich in die Gegenwart bringt. Ja. Kreisky mit all seinen Schwächen, Stärken, auch teilweise mit, er ist ein ziemlicher Choleriker gewesen übrigens, auch schon in der Zeit als Außenminister, ja. Deswegen auch diese Wiesenthal-Geschichte, ja. Aber er gehört genauso wie Brandt zu einer ganz dünnen Gruppe der Nachkriegszeit, die wirklich, wie das auch Elisabeth Röhrlich zu Recht gesagt hat, das Globale im Hintergrund hat. Wir sind ja mitten in der Zeit des Kalten Krieges, Nord-Süd-Konflikt, da merkt man auch die Antikolonialbewegung aus der Zwischenkriegszeit. Also wenn man so will, die ideologischen Wurzeln der Zwischenkriegszeit gehen im Kalten Krieg völlig auf. Und er hat etwas getan, und das ist sozusagen in der Gegenwart die große Schwäche der Europäischen Union. Er hat bei der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo wirklich Weichen gestellt wurden, höchstwahrscheinlich auch für das Ende des Kalten Krieges, zu Recht darauf hingewiesen, dass wenn Europa dieses Thema ernst nimmt, muss es sich mit dem Nahosten beschäftigen und muss für die eine friedliche Regelung des Nahostkonflikts sorgen. Und die Europäische Union hat das sträflich vernachlässigt. Sie vernachlässigt das in den 70er, 80er, 90er Jahren bis herauf in die Gegenwart. Oder wie Großbritannien trägt eine völlig verrückte Invasion in diesem Pulverfass mit. Ja. Und da denke ich heute immer wieder eigentlich an Kreisky, wie recht er eigentlich gehabt hat und wie weit weg wir auch in der Gegenwart davon sind, dass die Europäer erkennen, dass das kein Kontinent ist, der irgendwie hinter Stacheldrahtzäunen lebt, sondern dass Afrika, dass der Nahe Osten, dass die Welt auch Teil Europas ist. Und das, man sieht das auch an den großen Kommissionen von Willy Brandt, die er geleitet hat, und auch Kreisky mit seiner Arbeitslosigkeitsbekämpfungskommission. Das ist das, was mir an der politischen europäischen Elite eigentlich heute sehr fehlt. Und insofern ist diese Generation eine sehr spannende, weil sie eben das Ganze, das Globale im Blickpunkt hat und auch versucht, hier einen Beitrag zu leisten und nicht nur immer nationalstaatliche Wahlkampfpolitik zu betreiben. Ich wollte sagen Amen. Also das ist wirklich... Aber es gibt dann keine Zeit für Fragen von vorne, aber ihr werdet ja hoffentlich ein bisschen bleiben, wenn Leute Fragen haben. Aber Elisabeth, weil der Oliver uns jetzt wirklich in die Gegenwart gebracht hat, wie siehst du Kreisky aus heutiger Perspektive? Wenn du zum Beispiel unterrichtest, also warum soll, also Studenten, deine Studenten jetzt, haben Kreisky nicht erlebt, also ist eine rein historische Figur. Wie bringst du Kreisky und diese Zeit ihnen nahe und versuchst du zu argumentieren, so wie der Oliver jetzt getan hat, dass das im Grunde Wurzeln für unsere heutige Situation da schon zu finden sind? Also ich bin vielleicht nicht die größte lebende Kreisky-Expertin, aber ich habe mich doch einige Jahre mit ihm beschäftigt, während ich an meiner Dissertation geschrieben habe, und bin da auch selber sozusagen in die Falle gegangen, dass man vielleicht den Kreisky zu wichtig nimmt. Er war eine wichtige politische Figur der Zweiten Republik, eine der wichtigsten, keine Frage. Ich versuche auch seine Stärken, auch seine Schwächen im Unterrichten darzulegen. Aber ich glaube doch, dass die Aufgabe der Zeitgeschichte im Jahr 2018 nicht nur sein kann, sozusagen die großen Männer sozusagen nochmal abzufeiern, wie du sagst, ja, sondern wirklich, ich habe das eben schon mal kurz angedeutet zu sehen, die 1970er Jahre sind eine Zeit, wo neue soziale Bewegungen entstehen oder Bewegungen, die es vorher schon gab, eine neue Form finden, eine neue Stärke gewinnen, die Frauenbewegung, die aufkommende Umweltbewegung, gerade in dem Zusammenhang mit Zwentendorf, ganz wichtig, die eben nicht
nur mehr eine kleine linksradikale Gruppierung ist, sondern die Umweltbewegung gerade in der Auseinandersetzung mit der Frage der Atomkraftwerke, auch in Vorarlberg zum Beispiel aus Sorge der in der Schweiz befindlichen Kraftwerke, ist eine gesellschaftliche, schichtenüberbrückende Bewegung, die da entsteht. Über 1968, mit dem diese Dekade, die wir heute besprechen, anfängt, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ist auch in Österreich sicherlich kleiner ausgefallen als zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich, aber doch, wenn auch als Mailüfter, wie Fritz Keller das nennt, da gewesen. Also das ist sozusagen mein Plädoyer. Kreisky, ja, als wichtige politische Persönlichkeit mit bleibendem Einfluss, sowohl österreichisch als auch international. Aber bitte nicht vergessen, die 1970er Jahre stehen eben auch für eine gesellschaftliche Öffnung. Und da ist es mir doch wichtig, auch andere gesellschaftliche Akteure in den Blick zu nehmen. Das gilt sowohl sozusagen auf die niederen Ebenen als auch auf die höheren. Also auch von der Fixierung auf die Geschichte des Nationalstaats und von Regierungen, nicht nur mit Blick sozusagen sozialer Bewegungen, sondern auch der übergeordneten zu schauen, also auf der Ebene der internationalen Organisationen, die doch auch wichtige Player sind. Also das Wort der Globalisierung ist in den 1970er Jahren noch nicht so präsent. Es wird dann in den 80er Jahren, findet man es häufiger in Publikationen, Global Governance dann stärker in den 1990er Jahren. Aber ich denke, das ist doch wichtig, bei allem Respekt für Kreisky und was er gemacht hat, diese Epoche in Österreich nicht nur, auch, aber nicht nur die, als die Ära Kreisky. Das ist wunderbar. Oliver, du bist noch ein letztes Wort. Ich bin überzeugt, du hast ganz recht. Du hast völlig recht, aber in einem widerspreche ich dir sehr. Ja. Jetzt abgehoben von Kreisky, ja, die 70er Jahre, die ja so etwas sind wie das postkapitalistische, beginnende postmoderne Zeitalter, wo man nicht weiß, wohin die Welt geht. Die Globalisierung beginnt ja ökonomisch, technologisch erst Mitte der 80er Jahre. Aber es ist eine Generation im politischen Entscheidungsprozess, ja, die versucht, um den Kalten Krieg zu verriegeln, um die atomare, totale Selbstauslöschung der Welt zu verhindern, global zu denken. Heute, 2018, sind wir im Turbo der zweiten Globalisierung, wie ich das gerne bezeichne, und sind nicht imstande, annähernd global zu denken. Ja, das betrifft übrigens auch, wenn man sich Sozialgeschichte ansieht, das Verhalten der Menschen. Ja, wir werden immer individualistischer, es gibt kaum mehr wirklich eine tiefsitzende Solidarität. Das ist ja fast schon etwas Furchtbares, Kommunistisches, Vergangenes. Das inmitten der Globalisierung, das erschreckt mich. Ja, also die Politiker nehmen zum Beispiel gerne Kreisky, das Kreisky-Zimmer, um sich sozusagen dafür Fotografen zu schmücken. Das kann man durchaus tun, aber dann muss man sich auch mit dieser Art des Denkens auseinandersetzen. Und das ist etwas, was wirklich paradox in der Gegenwart ist. Und zwar nicht nur beschränkt auf Österreich. Es ist ein internationales Phänomen, dass wir eigentlich globale Probleme nur mehr auf einer globalen Ebene überhaupt etwas verregeln können. Ich spreche gar nicht vom Lösen, aber wir denken extrem national bis nationalistisch. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, das wäre als These, dass dieses internationale Denken ist uns mit Ende des Kalten Krieges verloren gegangen, weil die Bedrohung scheinbar weg ist, aber die Bedrohung ist höchstwahrscheinlich größer als im Kalten Krieg. Das ist ein wunderbares Schlusswort, auch weil es uns schon weit in die Diskussionen führt, die wir dann in den nächsten Stunden haben werden, weil wir werden uns ja bis zum Ende des Tages in die Gegenwart vorarbeiten und ich werde während all dieser Diskussionen an eure Beiträge denken. Das war so spannend für mich und ich mag Kreisky zu sehr. Das ist mein Problem. Als Historiker bin ich ja total bei dir, aber es gibt so wenige historische Figuren, wo ich einfach immer mehr auch über die Biografie wissen will. Aber
Aber du hast vollkommen recht. Und die vielen sozialen Bewegungen, die er zwar nicht ermöglicht hat, aber mit denen er auch im Dialog war, ist natürlich auch ein Erbe der 70er Jahre. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Wir machen jetzt eine 25-minütige Pause. Wir haben den besten Café Wiens. Ich kann ihn wirklich nur raten, ihn zu konsumieren. Und nein, es ist wahr. Sagt der Falter, sage ja nicht einmal ich. Und kommen Sie um 13:30 wieder. Danke.